Ich bin der Bichler Marc. Ich bin jetzt im dritten Sommer da auf der Genossenschaft sitzen. Ich bin heuer im ersten Sommer Kasa. Vorher war ich in Möchern. In 71er Jahren, 1971, ist noch die Gasteiner Alpenstraße gebaut worden. Und nachher ist die Erschließung da gewesen. Dann hat man auf dem Parkplatz einen Grund gebracht. Ist ein wenig Geld reingegangen. Und dann haben wir gesagt, jetzt kommt man sich drüber dran, brauchen wir das. Nachher sind in der Genossenschaft, sowohl in der Generalversammlung als wie auch nachher im Wirtschaftsausschuss, der zuständig ist, da herinnen, die Beschlüsse gefallen, dass das gebaut wird. Und im 75er Jahr war schon der Rohbauer da, ist noch der Beschluss gefallen, dass man die Milch da an Wurt und Steh verarbeitet, ewig schaut auf der Schiene, eben allem, wo so viele Leute vorbeikommen, wo man die Milch wieder beim Loch rausführen. Und so hat man sich noch dann entschieden und hat gesagt, das machen wir an allem, wo gemolken wird und wo auch verarbeitet wird, dass die Leute das auf den Tisch kriegen, was vor der Hütte die gewachsen ist. Ja, da drüben haben wir unseren Meister, den Kasa, der Bichler Marc ist das, von Bockerstein auch. Und nebenbei ist der Praktikant, der Christoph Benker. Und unsere zwei Arbeiterinnen, Helferinnen über den Sommer, die Katharina und die Melanie. Und ich bin der Möcher, der Robert. Auch von Bockerstein. Und da haben wir eine Pinzgauerin und eine von Grispe. Da sieht man im Netter, da kann ich schauen, welcher Kuh das ist. Auch jede Kuh hat so einen Sensor oben und da steht die Nummer quasi, die eingespeichert ist. Wenn die reinkommt, dann weiß das der Automat und hat genauso viel Gottkuh rauf, wie für die Kuh vorgesehen ist. Das ist die Nummer 27. Und dann kann ich da schauen, wie viel Milch das Netter gegeben hat. Und wenn es fertig ist, dann steht ich jetzt dabei. Den Butter machen wir einen Tag so 25 Kilo. Am Ende von Sommer geht es halt zurück auf 15 Kilo. Und einem Monat hat ein Viertel Kilo. Und 50 Gramm. Ganz am Anfang, wie wir reingekommen sind, haben wir 1600 Liter Kesselmilch gehabt. Mit einem halben bisschen davon, wenn wir einen Topfen machen müssen oder für die Kultur eben. Und heute haben wir 1060 Liter. Und von den 1060 Liter wird eben ausgerechnet, wie viel Lab das wir rein tun müssen. Es gibt eine bestimmte Formel. Und da muss man eben nachher auch schauen. Beim Einlamm soll es ungefähr 32, ein bisschen über 32 Grad haben. Jetzt müssen wir den Keller oben im Kaskeller Kas wischen. Da müssen wir jeden zweiten Tag machen wir alle und die einen Tag machen wir immer nur die frischen. Ja, die Kas haben so zwischen 3,5-4 Kilo. Die Runden sind ein wenig schwerer und reifen dann 3 bis 4 Wochen und dann kann man es schon essen. Was auch wichtig ist, dass wir die Uhrzeit und die Temperatur in unser Protokoll niederschreiben. Da schauen wir jetzt, ob es zum Schneiden tut und dass er eine schöne Wund ist. Und dann gehen wir mit der Hafen schneiden. So, dann haben wir jetzt die Formen auf den Kascho. Die werden jetzt sehr heiß weggewaschen, weil der Kass, der sollte das warm sein, wenn man außer dann, wenn man nicht zusammenguckt. Und
da oben. Ja, so das war noch ein, wenn wir Gras machen, in der Gras, den gab es in der Genossenschaft, in der Schweiz einen Kaffee.